So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent. So, mal gucken, ob hier alles lübt. Eigentlich sollte alles laufen. Und los geht es. Ich freue mich. Ja. So, da ist ja nun mal der Jonathan, ja. Okay. So, schade, oder? Aber ist halt so. So ist das Leben. Wir können nicht alle ewig leben. So, weiter geht's. Hey, Tomji, ich sehe gerade, dass du auch schon on bist. Ich muss dir etwas erzählen. Ach, wir sind auch schon nächster Tag, Tag 6 schon, ne? Du kennst doch den Spruch. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja? Es geht um Cedric. Ach, jetzt ist sie in Cedric verliebt. Ja klar, dass Jonathans Tod regt irgendwie Liebe an, das ist ganz klar, ne? Also Konkurrent weg, gleich aus dem Weg geschafft und zack! Oh, Cedric ist der Mörder. Um Cedric und dich? Ich ahne schon, was kommt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, das ist ja okay. Ich weiß übrigens, dass Cedric sich dir anvertraut hat. Ja, das stimmt. Und jetzt hat er natürlich seine Chance genutzt, ne? Jonathan erschossen und dann direkt an Kiara ran. Wo fange ich jetzt am besten an? Ja. Einfach frei heraus, wie immer. Nach dem Verhör gestern Abend bin ich nochmal zu Cedric gefahren. Er hatte etwas auf den Herzen, was er mir unbedingt sagen wollte. Dass er auf mich steht, ist ja kein großes Geheimnis. Aber du kennst Cedric, der Typ ist ein Macho. Ja? Ist das so? Ich dachte immer, ihm geht's nur darum, mich ins Bett zu kriegen. Ah! Aber gestern hat er mir seine Gefühle offenbart. Dass er wirklich in mich verliebt ist und es ernst meint. Du kannst dir nicht vorstellen, wie verblüfft ich war, das von ihm zu hören. Und wie sieht es von deiner Seite aus? Glaub mir, ich war genauso erstaunt wie du. Er hätte dir das schon sehr viel früher beichten sollen. Ja, vielleicht ist das so. Aber die Sache mit dem Mut und so, ne? Dafür, dass Herr Cedric ein Macho ist, ist auch ein großer Schisser. Ich habe dir viel zu verdanken, dass er sich überhaupt getraut hat. Ich hatte die ganze Zeit ein falsches Bild von ihm. Wir haben die ganze Nacht geredet und es war einfach nur schön. Geredet, ja. Das ganze Gespräch war irgendwie so vertraut. So wie Dr. Leitner hast du mit ihr gesprochen, ne? Und weißt du was? Seit gestern habe ich einen totalen Kribbeln im Bauch. Ehrlich gesagt, kann ich mir sogar etwas Ernstes mit Cedric vorstellen. Schnell wieder wegradieren? Nee, das ist schon weggeschickt. Habe ich schon gelesen. Ja. Sollten wir das hier überstehen? Du und Cedric, wer hätte das mal gedacht, ne? Ich drücke euch die Daumen. Ihr beide werdet ein tolles Paar. Na, so weit wollen wir nicht vorgreifen, ne? Danke. Hast ja auch deinen Teil dazu beigetragen. Aber bitte nichts davon in die Gruppe. Ja. Alles klar. Ich gebe mir Mühe. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das überlasse ich ganz dir. Von mir erfährt niemand was. Nee, ich kann kein Geheimnis für mich behalten. Ich erzähl's einfach jedem weiter. Danke, Tomji. Ja, schön. Ich springe jetzt noch schnell unter die Dusche und mach mich dann auf den Heimweg. Bis später. Ja, kribbeln im Bauch, wa? Dieses Kribbeln im Sack, was du niemals vergisst, wenn du gegen einen Elektrozaun pisst. So. Hallo, Tomji. Was? Ich habe gerade erst von meinem Vater erfahren, dass es sich bei dem Todesopfer im Wald um Jonathan handelt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir sind alle wie vor den Kopf gestoßen. Wir müssen herausfinden, wer ihm das angetan hat. Hat dein Vater schon irgendeine Spur? Machen wir
so. Kann ich irgendwas für euch tun? Erzähl uns bitte alles, was dein Vater über die Tat herausgefunden hat. Ja, das wäre natürlich echt cool. Denkst du, wir schaffen es, dein Vater, dass du das uns hilft? Verdächtige uns dein Vater? Machen wir so. Weil, es ist ja nun mal eine sehr tragische Tat, ne? Gerade um Jonathan. Also die anderen alle, da kann man ja gut und gerne immer drauf verzichten, aber um Jonathan ist schon echt heftig, oder? Die Auswertung der gesicherten Spur steht noch aus. Mein Vater ermittelt nun zusammen mit den Leuten von der Staatsanwaltschaft. Aber schau dir das bitte mal an. Ich war kurz in seinem Büro und habe in seinen Notizen Folgendes gefunden. Oh, das gestrige Verhör mit dem Kommunogum des verstorbenen Jonathan Müller werft ein neues Licht auf meine bisherige Sichtweise. Das mir gezeigte Videomaterial lässt darauf schließen, dass die Studenten möglicherweise die Wahrheit sagen. Ich habe ansonsten keine plausible Erklärung für dieses übernatürliche Phänomen. Wenn jemand erschossen wird, das ist nicht übernatürlich. Da steht jemand, pff, tot und fertig. Aus diesem Grund ziehe ich endgültig in Betracht, dass es sich auch bei mir um keine Sinnestäuschung handelt. Zu dem gestrigen Mord an Jonathan gibt es noch keine konkreten Anhaltspunkte bezüglich Täter und Motiv. Ich prüfe im nächsten Schritt mögliche Bezüge der Polizei, aktlichen Vergangenheiten des Todesopfers. Aktnummer schieß mich tot. Wobei Jonathan hatte... Ach nee, das darf ich hier gar nicht vorgreifen. Ich wollte gerade was vorgreifen. Nee. Einfach so... Ja, Tom G. Du weißt mehr. Ja. Also glaubt dein Vater uns endlich. Jonathan hat eine polizeiliche Vergangenheit. Das ist interessant. Das hat mich auch gewundert. Ich kann dir dazu aber leider noch nicht mehr sagen. Mein Vater ist im Anmarsch. Er weiß zum Glück nichts von unserer Zusammenarbeit. Bitte halte mich weiterhin auf dem Laufenden. Okay. Guten Morgen zusammen. Ja, so glücklich. Mir geht es furchtbar. So ein Kater hatte ich ewig nicht. Alter, ihr seid nur am Saufen, Alter. Wir haben bis tief in die Nacht mit einer Flasche Whisky auf eure Rückmeldung gewartet. Ups. Sorry, ihr Zweite. Wir saßen gestern noch bis 2 Uhr auf den Reviere. Danach waren wir alle die Platte. Die letzten Tage haben selbst mich psychisch und körperlich an meine Grenzen gebracht. Tut mir leid, Norma. Auch ich war gestern nicht mehr in der Lage, euch zu schreiben. Alles gut. Dafür haben wir aber Verständnis. Dito, aber wie verlief denn nun eure Befragung? Ja, völlig anders als erwartet, Eddie Henry. Als er während Strassas Jonathans der Videoanrufe zeigen, war er wie aus der Welt ausgewechselt. Er wirkte plötzlich total nicht die Nase. Als wäre er mit den Gedanken nicht da. Vielleicht war er das ja wirklich. Oh ja. Normalerweise hätte er sofort eine Spur gestürzt. Ja, warum denn nicht, ne? Oh, warum denn nicht? Am Ende der Befragung haben wir ihm dann sämtliche Videos der Geistererscheinung gezeigt. Er wurde auf einmal sehr still und hat uns gebeten, nach Hause zu gehen. Warum sollte er es nicht... Wenn Jonathan... Ja, er meinte, dass es Zeit bräuchte, um seine Gedanken zu sortieren. Ja, okay. Aber jetzt lass mich doch mal meine Gedanken sortieren. Keine Ahnung, was mit ihm los war. Aber ich wüsste gar nicht das Motiv von Dr. Vielleicht, ja gut, vielleicht hat er ja was mit hier Serena da gehabt. Aber, könnte es sein, dass er der Mörder ist? Dass er Jonathan erschossen hat?
Ich meine, das liegt nahe. Er ist Kommissar, er hat einen Knarre immer dabei. Ne? Guter Schütze, tot. Bevor wir weiter spekulieren, schaut euch mal an, was Emilia mir geschickt hat. Ja. Dann glaubt er uns tatsächlich. Das sind ja endlich mal gute Neuigkeiten. Was ist los, Wolf? Habt ihr die Notizen von Strasser genau richtig durchgelesen? Was meinst du? Ja, ja, die Polizei, bla bla bla. Also ich prüfe im nächsten Schritt möglich. Genau, richtig, genau. Damit meint er das. Das hier habe ich hier völlig überlesen. Was hat der Kerl bloß nur verbrochen? Das könnte vielleicht auch von Bedeutung sein. Vielleicht war er doch in irgendeine Serenas, das glaube ich nicht. Aber das könnte vielleicht von Bedeutung sein. Das ist, glaube ich, eben. Ja, das hat Sinn. Ja. Wir fügen die Puzzleteilchen zusammen. Wir müssen irgendwie an diese Akte kommen. Ich gehe ganz sicher nochmal in die Kammer. Nicht nochmal in diese Kammer. Aber das wäre schön gewesen, hättest du das gemacht. Das wird auch nicht nötig sein. Ich habe mir Zugriff auf Jonathans E-Mail verschaffen können. Ich werde schauen, ob ich dazu etwas finde. Drück mir mal die Daumen. Ja, 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 ja. Immer diese Hackerei hier, ne? Oh! Mutter. Mutter. Moin, mein Jung. Wir sind gerade zurück vom Krankenhaus und ich habe richtig... Nein, ich habe die Stimme. Nee, wir sind gerade zurück vom Krankenhaus und ich habe richtig gute Nachrichten. Okay. Die Gewebeprobe hat ergeben, dass es sich bei dem Tumor um ein... Was? Einfaches Mini-Gonom handelt. Laut Ärztin... Zu 99% gutartig und kann operativ komplett entfernt werden. Für die Entfernung muss ich jedoch ca. 14 Tage ins Krankenhaus. Den Termin bekomme ich nächste Woche zugeschickt. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie erleichtert ich bin. Ist diese OP riskant? Na gut, die sind am offenen Dingens, aber... Wir sollten das doch eigentlich wissen, dann. Na, okay. Und ich, Jasmin Jung. Ich fühle mich ganz gerade so unbeschwert und voll glücklich. Ich wollte auch gestern zwar nicht zeigen, aber ich hatte wirklich Bange. Also, mir gesagt wurde, als ich Tumor im Kopf habe, sind 100.000 Gedanken in mich durchgerohren. Das ist, ich euch zu verlieren und Papa alleine lassen muss. Ich hatte wirklich riesengroßes Glück gehabt. Ich bin so dankbar, dass ich euch habe. Dass wir uns haben. Du und Hannah, ihr seid ebenfalls mein großes Glück. Das hast du wirklich schön gesagt. Jetzt kann ich wieder nach vorne gucken. Vater ist zwar noch wegen der OP beunruhigt, aber ihm war anzusehen, dass es eine Last von ihm gefallen ist. Er möchte sogar zu Feuer des Tages heute Abend etwas Schönes für uns kochen. Schau mal, was er mir gerade eben geschickt hat. Hallo, mein Liebling. Also, moin mit dir. Schau mal, beim frischen Party gibt es wieder diese leckere Oliven. Die mampfst du doch so gerne. Was hältst du davon, wenn ich als Vorspeise welche mitnehme? Das sag ich nicht, nein. Witzig. Du und deine Oliven. Das hast du dir verdient. Papa weiß halt, was du magst.
Allein schon Bärchen, ich raste aus, Alter, ehrlich. Bärchen, oh, ist das süß. Ja, das tut er wirklich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Weißt du noch, wie ich früher heimlich Oliven vom Papas Teller gemobst hab? Hanna hat mich immer verpetzt, das freche Dirn. Apropos Oliven. Da fehlt mir noch spontan ein tolles Rezept für mein Backbuch ein. Tomaten, Oliven, Ciabatta aus Italien. Wieso aus Italien? Mach was aus Friesland. Ich hätte nicht für möglich gehalten, so bald wieder mit einem guten Gefühl dran zu arbeiten. Bis denn, mein Jung. Ich hab dich lieb. Ja, wie dich auch. Süß, oder? Huch, was geht hier vor sich? Wolf. Irgendetwas, mit dem er sich verrät, wenn er damit zu tun hat. What? Keine Ahnung, gar nicht so einfach, wie ich dachte. Jonathan hat wirklich alles getan, um seine Mails von Fremdzugriffen zu schützen. Aber schau dir das mal an, was ich unter gesendeten Mails gefunden habe. Hallo Thomas, in letzter Zeit musste ich oft an unsere Freundschaft denken. Haben wir viel Scheiße gebaut. Ich vermisse die Zeit wirklich sehr. Ich bereue den Kontakt zu dir abgebrochen zu haben. Ich glaube, dass ich dir eine Erklärung schuldig bin, wie es dazu kam. Meine Vergangenheit ist echt wie ein Sumpf. Also zieh dir Gummistiefel an, bevor du dir das anschaust. Ich hoffe, du meldest dich bald. Der Dateienanhang ist passwortgeschützt. Die Datei darf wirklich niemand in die Hände bekommen. Ich vertraue dir. Als Passwort habe ich deinen zweiten Vornamen benutzt. Den kennt ja eh kaum einer. Da kommen ja sofort hier gleich hier Krankenwagen und so und alles, ne? Kommt sofort an. Jetzt erfahren wir endlich die Wahrheit. Was ist denn dieser Thomas? Ne, wer ist denn dieser Thomas? Passwort geschützt? Ich ahne schon, was auf mich zukommt. Schade. Der Kandidat hat 100 Punkte. Und ich durchforste weiter in seine Mails. Bis nachher und viel Glück. So, Bobs gehackt, zack. Ja, sehr, sehr, sehr schade ist das, weil, kann ich ja gleich nochmal drauf zugreifen, wenn, oder zurückkommen. Palim, Palim, ich hätte gern eine Flasche Pommes. Grüße aus der Ferne, auch von Julia, und das voll gerne. Gut gereimt, ist halb gewonnen. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Ja. Fast witzig. Mhm. Zwei Dinge vermisse ich jedoch sehr. Dich und meine Kuschelbär. Was? Was? Ach, wie hat mir das gefehlt. Sorry, Hans. Ist etwas gerade ungelegen. Leute, ganz im Ernst, mittlerweile. Ist das mit Hacken gar nicht so viel? Ich weiß gar nicht, warum sich so viele Leute beschweren, wenn ich mir mal auf den hier Google Play die Bewertung angucke. Huh, ja, das Spiel ist total geil, aber das Hacken nervt. Hey, so viel Hacken ist das gar nicht. Aber 7 war es sehr viel mehr, finde ich. Wir sind Freunde und das zählt. Einen habe ich noch. Ja, lass hören. Komm. Hans, einfach mal wegen der, weißt du, unserer gemeinsamen Vergangenheit und so und alles. Ne, finde ich. Also bei 7 gab es mehr Hackspiele, also wirklich. Das muss ich sagen. Auch bei Das Rot gibt es mehr Hackspiele. Die Katze liegt auf meinen Bein. Dann schläft sie ein. Ich kann mich nicht bewegen. Sie könnte ja aufwachen, deswegen. Ja. Oh, okay. So, das Geheimnis um Jonathans mysteriöse Vergangenheit ist gelüftet. Schaut euch mal an, was ich in seinem Mails gefunden habe. Bob. Doc. Kann ich das an? Oh. Weil, ja, jetzt kommst du nämlich. Das ist echt schade. Ah, echt schade. Okay. Ich war 15 Jahre alt, als ich Nicole auf einer Klassenfahrt kennenlernte.
Sie war anders als meine Mitschüler. Während ich auf Dorfpartys rumhing, machte sie in Großstadtclubs die Nächte durch. Auch wenn ich Nicole überhaupt gar nicht kannte, wollte ich, dass sie mich mag. Wir kamen in die gleiche Klasse, saßen nebeneinander, freundeten uns an. Durch sie lernte ich weitere Leute kennen. Gab mein Bestes, um Teil dieser Clique zu werden. Das erste Teilchen Ecstasy erhielt ich plötzlich im Geschichtsunterricht in den Händen. Ich wollte einen Halsballon, stattdessen wurde mir eine Mischung aus MDMA, Kokain und Speed in die Hand gedrückt. Die anderen fanden das lustig, ich konnte den Witz nicht daran ganz verstehen. Dabei kannte ich mich mittlerweile gut aus mit Drogen. In unserer Freundeskreise gab es fast keine andere Gesprächsthema als Teilchen LSD und PEP. Nicole erzählte, was sie sich am Wochenende eingeworfen hatte. Die anderen hatten ähnliche Geschichten parat oder planten schon den nächsten Exzess. Und dann kam der große Knall. Mitten auf einer Party gab es eine Razzia. Und die Polizei fand bei so gut wie jedem aus meinem Freundeskreis größere Mengen an LSD und Kokain. Ich hatte in den letzten Tagen zuvor nichts konsumiert. Wollte einen neuen Start. Mich hätte ich aus der Szene befreien. Was als die Liebe meines Lebens anfing, wurde immer mehr zu einem Albtraum, da ich der Einzige war, der keine Substanzen bei sich trug und bei keinem im Blut nachgewiesen werden konnte, stand ich besonders im Fokus der Polizei. Mir wurde ein Deal vorgeschlagen. Ich packe aus, verkaufe meine Freunde und ich bin zügig wieder auf freien Fuß. Ich kam mir eher schlecht vor, aber es hatten mir diese ganze Zeit mit Nicole eigentlich gebracht. Im Grunde nur Probleme mit Leid. Also packe ich aus und erzählte alles, was ich wusste, wo wir die Drogen verkauften, wo sie verkauften, wo unser Lager war, einfach alles. Die Polizei gelang ein Riesenkup und ich durfte gehen. Wenig später fing es dann mit den Morddrohungen an. Die Polizei bot mir an, im Zeugenschutzprogramm beizutreten und mir eine neue Identität aufzubauen. Darüber zu sprechen ist für mich unglaublich belastend, also vielen Dank auch. Ja, deshalb sprach er nie über seine Vergangenheit. Verdammt, das hätte er uns sagen müssen. Wenn ich nur daran denke, wie fies wir zu ihm waren. Ja, das finde ich aber allerdings auch. Schade. Das Schade daran ist einfach, weil ich das dann ein Video gemacht hatte, tatsächlich. Ein ziemlich langes Video auch. Und, jetzt ist das davon übrig. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr. Bin ich traurig drüber. Ja, das finde ich schade, wirklich. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Also bitte enttäuscht, wirklich. So. Denkt ihr dir vielleicht, die Drogensache vielleicht irgendwas mit Sarina zu tun hatte? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe auf sein Handy nichts gefunden, was darauf hindeutet. Und leider auch keine Hinweise darauf, was genau er gestern herausgefunden hat. Das bedeutet, wir haben schon wieder keine Anhaltspunkte. Du hast wirklich nichts gefunden, was uns weiterhilft? Ja, warte mal. Leider nein. Ich fasse mal unseren aktuellen Wissensstand zusammen. Jonathan hat herausgefunden, wer Serenas Mörder ist. Wir können davon ausgehen, dass Serenas Mörder in unserer Nähe wohnt. Gabriela kannte vermutlich den Mörder und er stand ihr nahe. Es ist also durchaus möglich, dass Jonathan den Mörder ebenfalls kannte. Aber was bringt uns das? Worauf willst du hinaus? Und wir haben keinen Plan, wer es sein könnte. Ich habe immer noch die Befürchtung, der Mörder ist unter uns. Oh, mein Rücken. Ah, ich bin alt. Jetzt fangen wir doch nicht schon wieder damit an. Deine Handyortung hat doch eindeutig bewiesen, dass niemand von uns in Jonathans Nähe war. Ich habe den Standort des Handys geortet, nicht den Standort der Person. Auch wenn ich mich jetzt weiter unbeliebt mache. Tomji, du warst Gabriela doch sehr nah. Ja. Nur zu, hau raus. Du kanntest Quentin sehr gut. Warst mit Ruby in näheren Kontakt. Gabriela findet wegen dir keine Ruhe.
Und seltsamerweise war dein Handy am weitesten vom Tatort entfernt. Weitesten? Beschuldigst du jetzt ein nach dem anderen, oder was? Ich fass es nicht. Denkt das noch jemand von euch? Bis eben konnte ich dich noch gut leiden, Wolf. Ja. Einspruch, Wolf. Ich kenne Tomji, du irrst dich. Sehe ich auch so. Gestern verdächtigst du ja den Henry. Heute Tomji. Wer kommt denn hier als nächstes? Unser Prof? Prof, Sie waren doch sicherlich auch sehr, sehr weit von diese Ort mit Tat entfernte. Sie sind entlarvt, Sie Schlingel. Ich stimme Tayo zu. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt im Anschluss irgendwelche Anschuldigungen zu verbreiten. Sorry, Leute, aber verdammt. Ich habe einfach Höllenangst vor dem, was auf uns zukommt. Ich habe das Gefühl, sämtlicher Druck lastet auf mir. Einigen von uns bleiben nicht mal mehr 2 Tage. Und ihr wundert euch, dass ich mich an jeden Strohhalm klammere? Dann hat unsere Spur schon wieder nichts gebracht. Nein, ich habe jedoch noch eine letzte Hoffnung, eine Hoffnungsschimmer. Eine GPS-Routenverfolgung von Jonathas letzten Handysignalen. Anhand der Position der benutzten Funkzellen kann ich vielleicht einkreisen, wo er sich kurz vor seinem Tod aufgehalten hat. Gib mir circa 1 Stunde, dann wissen wir vielleicht mehr. Und Tomji, sorry, aber mir gehen langsam die Optionen aus. Alles gut, Wolf, mach nur weiter so. Schon okay. Lass stecken. Nichts sagen. Warum sage ich aber nichts? Er ist ein Spacken. Wolf, du Spacken. Sorry, Leute. Kurz etwas anderes. Ich mache mir gerade echt Sorgen um Chiara. Was? Sie war eben noch bei mir zu Hause und sie ist jetzt seit ca. 30 Minuten auf dem Heimweg. Ich kann sie auf ihr Handy nicht erreichen. Seit der 30 Minuten findest du nicht etwas Übertriebene? Absolut, so kennt man dich gar nicht, Cedric. Warum war Chiara denn eigentlich bei dir? Oh. Huch, wo ist der Cedric hin? Da kommt er wieder. Ja. Der halbe Tag ja auch schon wieder rum. Ich sage es euch jetzt einfach ganz plump, damit wir das Thema abhaken können. Chiara und ich haben letzte Nacht zusammen verbracht. Kribbelt im Bauch. Wir glauben, dass sich da etwas Ernsthaftes zwischen uns entwickeln könnte. Jetzt kommt die Elke an, Alter. Mei, es ist schön. Auch in solchen Zeiten können Liebe blühen. Ich freue mich sehr für euch, Cedric. Ich auch, aber 30 Minuten ist ja keine Zeit. Bleibe locker, Cedric. Danke. Ich werde trotzdem mal bei Ines und Chiaras Mutter nachfragen. So. Kriegen wir was Neues jetzt hier am Start, oder was? So, meine Knäckchen. Ich möchte mich für das Zuschauen bedanken. Und ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und dass ihr alle froh und munter und vor allen Dingen auch gesund bleibt. Wir sehen uns wieder, vielleicht sogar noch in diesen Weihnachtszeiten. Trotz all dem wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Bleibt gesund und schöne Bescherung. Tschüss.